Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zur CME-Fortbildung auf ZWP online und auf den sozialen Netzwerken. Zu unserem heutigen Thema Sinuslift mit internem und externem Vorgehen mit simultaner Implantation. Ganz kurz, bevor wir in den Vortragsteil und später dann in die Videoaufzeichnung starten, etwas über meine Person ganz in Kürze. Mein Name ist Jörg-Martin Ruppin. Ich habe nach meiner Facharztausbildung zum Oralchirurgen 2009 die Möglichkeit bekommen, das Masur Implantatzentrum in Penzberg im schönen Oberbayern zu leiten und fühle mich auch bis jetzt dort mitten im Fünfseenland sehr wohl und freue mich, heute hier im Studio in Leipzig sein zu dürfen und mit Ihnen unser heutiges Thema angehen zu können. Wir haben heute als Idee oder als Thema Behandlungskonzepte externer versus interner Sinuslift bei simultaner Implantation gewählt und steigen auch ganz kurz mal in die Thematik ein. Jetzt bräuchte ich mal die Folien bitte dazu. Danke. Wir haben das Implantatsystem, was ich heute zeigen werde, ist das neue Progressive Line System von Camlog. Neu ist daran die komplette Außengeometrie und Gewindestruktur. Nicht neu ist dahingegen die Innenverbindung, die gleich geblieben ist. Zum einen das Tube-in-Tube-System, wie wir es vom Camlog Screwline kennen, und das Cone-Lock-System mit der konischen Innenverbindung. Also die prothetische Plattform ist exakt gleich geblieben, aber alles andere an dem Implantat hat sich geändert. Dazu zur Illustration eine ganz kurze Videosequenz, wo wir die einzelnen Eigenschaften des Implantates uns anschauen können. Wir haben im Apex-Bereich einen Gewindeschnitt, der bis unmittelbar an den Apex hinuntergeht, um hier bei Sofortimplantationen Alveolen eine maximale Festigkeit und einen guten selbstschneidenden Gewindeschnitt zu bekommen. Wir haben im gesamten konischen Bereich, im gesamten apikalen Bereich eine konische Struktur. Das ist wichtig für die Primärstabilität im weichen D3- und D4-Knochen und auch wichtig bei der Sofortimplantation. Über das gesamte Gewindedesign zieht sich das, was Camlog Sägezahngewinde nennt. Das heißt, wir haben eine Gewindestruktur, die sehr tief eingreift in den Knochen und sich auch bei geringem Knochenangebot und bei sehr weichen Knochen sehr, sehr gut im Knochen, ja, verzahnt im wahrsten Sinne des Wortes, sehr gut greift. In der Mitte des Implantatkörpers haben wir einen parallelwandigen Bereich. Das heißt, das Implantat selbst ist nicht konisch, nur der Apex, so dass man in der Insertionstiefe in der Vertikalen eine gewisse Freiheit hat. Und das für uns in der heutigen Indikation wichtigste Feature ist das koronale Verankerungsgewinde, zu dem wir später noch im Detail kommen werden. Das heißt, wir haben eine spezielle Gewindestruktur im Implantat-Halsbereich, die es uns ermöglicht, auch bei sehr geringem Restknochenangebot hier noch eine gute Primärstabilität zu erreichen. Die Innenverbindungen, wie gesagt, haben sich nicht geändert. Wir haben das Cone-Lock oder das Tube-in-Tube des Camlog-Systems. Hier nochmal die Features, die wir gerade in der Videosequenz gesehen haben, im Detail. Für uns heute entscheidend ist eigentlich nur dieser Teil, das sogenannte kristalle Verankerungsgewinde, was uns den entscheidenden zusätzlichen Halt bringt bei sehr begrenzter Knochenhöhe. Für Sofortimplantationen oder Implantationen im sehr weichen Knochen, Sofortbelastungskonzepte, ist vor allem der konische Bereich wichtig, der spielt aber in unserer heutigen Operation überhaupt keine Rolle, wie wir sehen werden. Das Bohrprotokoll ist letztlich Anwendern des normalen Camlog- oder Cone-Lock-Systems sehr gut vertraut. Hier hat sich weitestgehend nichts geändert. Vielleicht als einzige Besonderheit, dass der Dense Bone Drill, also der zusätzliche Erweiterer, tatsächlich auch schon ab D2 oder spätestens D3-Knochen verwendet werden sollte, weil das Implantat tatsächlich sehr, sehr viel höhere Insertionsdrehmomente ermöglicht, als man das von anderen Implantatsystemen oder von anderen Gewindestrukturen her kennt. Das Chirurgieset ist eigentlich für den
Camlock-Anwender alt vertraut. Die Logik und die Sequenz der Bohrungen ist exakt gleich geblieben. Wir werden das auch nachher in der Anwendung sehen. Zum Produktportfolio ganz kurz. Wir werden immer wieder in unserer Überweiserpraxis gefragt, warum gibt es eigentlich 7 mm Längen nur beim Conelock-System und nicht beim Camlock-System? Oder warum gibt es nicht noch kürzere Implantatlängen? Das hat nichts damit zu tun, dass man generell der Wissenschaft misstraut. Wir kennen heute alle die Daten über kurze Implantate, die eine interessante Alternative sein können. Aber es ist ein rein technisches Problem. Wir haben, was das Camlock-System auszeichnet, ist die sehr tief eingreifende Tube-in-Tube-Verbindung, die ja für diese exzellente Passung und Stabilität der prothetischen Komponenten im Implantat steht. Und die hat nun mal einfach eine gewisse Länge, sodass eine Implantatkörperlänge von unter 9 mm technisch nicht möglich ist, sonst wäre das Implantat unten offen. Das ist der ganze einfache Hintergrund hierzu. Was sich nicht geändert hat, ist die Promote-Oberfläche. Wir haben hier eine klassische SLA-Oberfläche, also sandgestrahlt und geätzt. Das ist sowohl wissenschaftlich als auch klinisch über viele Jahre überzeugend dokumentiert. Jetzt steigen wir mal in einen exemplarischen Fall ein. Ein Fall, der ein ähnliches Indikationsspektrum zeigt wie das, was wir nachher im OP-Video sehen werden. Wir sehen hier eine sehr, sehr gute Knochenbreite, aber eine sehr stark reduzierte Knochenhöhe, wie es für den atrophierten posterioren Oberkiefer typisch ist. Und wir sehen hier auf dem Bild auf der rechten Seite bereits das präparierte, bereits abgehobene laterale Fenster und schauen in den Sinus maxillaris hinein, sehen hier oben die präparierte, abgehobene Schneidersche Membran und schauen sozusagen in den Hohlraum, in das Cavum, was wir künstlich geschaffen haben, um dort unsere Implantate zu positionieren. Auf den nächsten Bildern sehen wir einmal die Möglichkeit, autologen Knochen zu gewinnen über das Bohrerdesign und dann schon die Füllung des Sinus mit einer Mischung aus Eigenknochen und Knochenersatzmaterial. Dazu kommen wir später noch im Detail. Und dann die simultane Implantation beim externen Sinuslift mit einem Progressive Line Implantat. Man sieht hier sehr schön das Implantat im augmentierten Sinus stehen. Hier oben schon das Augmentat, was das Implantat ein bisschen hochgedrückt hat, nach Kresthal gedrückt hat, mitsamt der Schneiderschen Membran. Hier jetzt final beide Implantate inseriert, die Auffüllung mit dem Augmentat vollständig und dann schließlich die Abdeckung des Ganzen mit dem autologen Knochendeckel, den wir bei der Präparation des Fensters gewonnen hatten. Hier das postoperative Bild, um nochmal kurz die Dimensionen zu zeigen. Wir hatten Knochenhöhen zwischen 4,5 und etwa 3 mm als Restknochenhöhe und bei diesem Implantatdesign ist es eben möglich, auch bei so reduzierten Knochenhöhen eine sichere Primärstabilität zu erreichen. Ganz kurz in die Fertigung des ZE, um den Fall abzurunden. CAD/CAM gefertigte Zirkon Abutments, die hier auf Titanklebebasen verklebt sind und individuell vollverblendet sind, als okklusal verschraubte Hybrid-Abutment-Kronen gestaltet. Und hier sieht man nochmal die Klebe-Abutments und dann die Vorbereitung der Gerüste mit der Verblendung und schließlich die Finalisierung der Verblendung und den ZE auf dem Modell und eingesetzt in situ. Nach diesen kurzen klinischen Impressionen müssen wir uns noch mal etwas um die Theorie bemühen. Zu den Grundlagen des Sinuslifts ist zu sagen, dass zunächst der externe Sinuslift als OP-Technik 1977 zum ersten Mal von der Arbeitsgruppe um Tatum beschrieben wurde. Von Boyne und James wurde er 3 Jahre später dann tatsächlich publiziert und veröffentlicht. Der interne Sinuslift geht interessanterweise auch auf die Arbeit von Tatum zurück, ist aber eher bekannt als Summers Lift, da 1994 in einer vielbeachteten Publikation
Summers und seine Arbeitsgruppe diese Technik erweitert und perfektioniert haben. Wir blicken somit in Summe auf über 30 Jahre wissenschaftlich dokumentierte Geschichte des Sinuslifts zurück. Wir unterscheiden grundsätzlich den internen Sinuslift oder die sogenannte Osteotomtechnik. Der Vorteil ist hier ganz klar für den Patient eine deutlich geringere Schwellung und ein deutlich geringeres bis nicht vorhandenes postoperatives Hämatom. Für den Operateur, dass es eine relativ schnelle und einfache Technik ist. Der Nachteil ist, dass eine gewisse Restknochenhöhe erforderlich ist und dass die Geräusche des Osteotomierens für einen Patienten, wenn er in Lokalanästhesie ist, wie das auch bei unserem Videofall nachher der Fall ist, etwas unangenehm sein können. Hier muss man den Patienten ein bisschen darauf vorbereiten und während der Operation ein bisschen führen. Die entscheidende Frage ist aber, welche Restknochenhöhe ist denn erforderlich, um den internen Sinuslift sicher anwenden zu können? Und das griffigste, was ich hierzu gefunden habe, ist von Paul Fugazzotto aus den USA publiziert worden. Das ist die, wie ich sie nenne, Fugazzotto-Regel, y ist 2x minus 2. Für die, die, wie ich, mit Mathematik immer schon auf dem Kriegsfuß standen, wirkt das jetzt erstmal erschreckend, aber es ist ganz trivial. X ist die Höhe, die ich auf meinem präoperativen Röntgenbild ausgemessen habe. Beispiel, X sei 6 mm. 2X wäre also 12, minus 2 ist 10. Also wäre meine Implantatlänge, die ich in diesem Fall anwenden kann, das ist nämlich Y, 10 mm. Also bei Restknochenhöhe von 6 mm mit dem internen Sinuslift 10 mm Implantate sicher anwendbar. Das so als ganz einfache Rechenhilfe. Es ist natürlich nur eine Faustregel, aber eine, die tatsächlich den klinischen Alltag relativ gut trifft. Wenn man in die Literatur schaut, sieht man, dass die Erfolgswahrscheinlichkeiten vom internen und externen Sinuslift sehr, sehr vergleichbar sind. Vergleichbar gut sind, beide mit sehr hohen klinischen Erfolgsraten. Beim internen Sinuslift gibt es aber eine Grenze, denn hier sinkt die Implantatüberlebensrate signifikant, wenn die Restknochenhöhe unter 5 mm fällt. Daher besteht in der Literatur heute Konsens, ab einer Restknochenhöhe von 4 bis 5 mm den externen Sinuslift zu wählen. Wenn wir uns dem externen Sinuslift kurz zuwenden, hier sprechen wir von der sogenannten Fenstertechnik, weil ein laterales Fenster angelegt wird und um unter Sicht manuell die schneidersche Membran, die Kieferhöhlenschleimhaut, abzupräparieren. Vorteile sind, es ist auch bei extremer Atrophie anwendbar. Hier kann man im Prinzip bis zu einer Restknochenhöhe von 0 bis 1 mm gehen. Es gibt hier eigentlich keine Grenzen. Es gibt den externen Sinuslift als ein- oder als zweizeitiges Vorgehen. Bedeutet, einseitig heißt, wir setzen das Implantat in der gleichen Operation wie die Sinuslift-Operation. Ein zweizeitiges Vorgehen würde bedeuten, wir machen in der ersten Operation nur die Augmentation des Sinus, lassen das Ganze für 3 bis 6 Monate heilen und machen dann in einer zweiten Operation in das bereits ossifizierte Lager die Implantation. Als Augmentat verwenden wir autologen Knochen. Die Beimischung von Knochenersatzmaterialien hier ist hilfreich und sinnvoll, dazu später mehr. Vorteile hatten wir bereits besprochen. Der Nachteil des externen Sinuslifts ist natürlich, dass es zum einen eine relativ aufwendige und langwierige Operation ist, zum anderen für den Patienten zwar postoperativ praktisch keine Schmerzen erzeugt, aber eine ausgeprägte Schwellung und ein ausgeprägtes Hämatom, das ist etwas, was in die präoperative Aufklärung zwingend hineingehört, dass die Patienten hier über mehrere Tage beruflich in der Regel krankgeschrieben werden müssen, rein aufgrund der kosmetisch störenden Schwellung. Zu dem verwendeten Augmentationsmaterial. Ich habe in meiner chirurgischen Ausbildung noch gelernt, dass man beim externen Sinuslift zwingend Knochenersatzmaterial zumindest in Beimischung verwenden soll, weil rein autologer Knochen als Augmentat zu sehr resorbieren würde. Das ist heute in der Literatur eigentlich klar widerlegt. Ja, es gibt eine gewisse Volumenresorption, die gibt es aber immer. Nichtsdestotrotz bringt die Verwendung von Eigenknochen sehr, sehr gute Ergebnisse. Und
um hier mal Professor Kuri zu zitieren, hat es sehr gute Gründe, Autologenknochen einzusetzen. Denn alloplastische, also künstliche, körperfremde Knochenersatzmaterialien und auch allogene, also anderes Individuum derselben Spezies, sprich zum Beispiel Leichenknochen, haben als Transplantat eine rein osteokonduktive Eigenschaft. Das heißt, man spricht hier von einem Leitgerüst. Sie dienen als Leitschiene für neues Knochenwachstum, das vom Empfängerlager, Klammer auf, allein, Klammer zu, ausgeht. Das heißt, hier muss die gesamte Heilung vom Empfängerlager ausgehen. Ein autologes, also ein körpereigenes Knochentransplantat, ist hingegen osteoinduktiv, also wachstumsanregend, osteogen, also selbst knochenneubildend und osteokonduktiv und weist deshalb verglichen mit Knochenersatzmaterialien ein signifikant höheres Regenerationspotenzial auf und letztlich für uns auch in der klinischen Anwendung eine sehr viel höhere Sicherheit, was mögliche Komplikationen, Infektionsraten, Abstoßungsreaktionen und ähnliche Probleme betrifft. Konkret kommen in unserer Praxis zwei Knochenersatzmaterialien in dieser Indikation zum Einsatz. Das eine ist ein bovines Knochenersatzmaterial, das andere ist ein porzines Knochenersatzmaterial. Beide haben eine rein osteokonduktive Eigenschaft. Das heißt, wir sprechen hier von einem Material, was eine möglichst große Porengröße haben soll, um eben ein Wachstum von neuem Geflechtknochen in diese Porenstrukturen ermöglichen soll. Wir sprechen also sozusagen von einem Volumenexpander. Ich möchte hier einfach das Volumen meines eigenen Knochens vergrößern, um aber letztlich eine knöcherne Durchbauung dieser Ersatzmaterialien mit Eigenknochen zu erreichen. Wenn wir uns jetzt vom internen zum externen Sinuslift zu wenden, hier unterscheidet man das ein- und das zweizeitige Verfahren, wie wir ja schon besprochen haben. Beide weisen annähernd gleich hohe Erfolgswahrscheinlichkeiten auf. Es gibt hier also statistisch keinen Unterschied. Es gibt also somit auch keinen Grund, das zweizeitige Verfahren zu bevorzugen. Im Gegenteil, es gibt heute Hinweise in der Literatur, dass die BIC-Werte, also der Bone-to-Implant-Kontakt, also die wirkliche, tatsächliche Osteointegration des Implantats beim einseitigen, also simultanen Vorgehen, höher ist wie beim zweizeitigen Vorgehen. Daher wird geraten, das einseitige Vorgehen zu wählen, wenn, und das ist das entscheidende Kriterium, eine Primärstabilität erreichbar ist. Es wird heute immer noch in der Literatur diskutiert, dass die Restknochenhöhe der entscheidende Faktor wäre zur Entscheidung, ob ich einseitig oder zweizeitig implantieren kann. Das stimmt unserer Erfahrung nach so nicht und das bestätigt auch diese Studie. Die Erfolgswahrscheinlichkeit hängt wohl mehr von anderen Faktoren ab, stimmt, nämlich von der Primärstabilität. Das entscheidende Kriterium ist, bei sehr geringen Restknochenhöhen das Implantat wirklich primär stabil noch verankern zu können. Und hier haben wir natürlich ein Zusammenspiel aus dem Patienten, sprich seine Knochenstruktur, nicht nur das absolute Knochenvolumen, sondern auch die Knochenfestigkeit, D1 bis D4 Knochen. Und wir haben das Implantatdesign, was im Zusammenspiel dieser Faktoren entscheidet, kriege ich eine Primärstabilität, also kann ich ein einseitiges Verfahren wählen oder ist eine Primärstabilität nicht erreichbar? Das ist für mich die einzige Indikation für ein zweizeitiges Vorgehen. Wenn wir nochmal auf das Fazit gehen wollen, dann ist der interne Sinuslift als wenig invasives, einseitiges Verfahren bei ausreichender Restknochenhöhe immer zu bevorzugen. Der externe Sinuslift ist, wenn möglich, als einseitiges Vorgehen zu bevorzugen, denn hier haben wir drei Vorteile kombiniert. Der erste Vorteil ist natürlich für den Patienten offensichtlich. Wir reduzieren die Heilungszeit auf 3 Monate für Implantat-Osseointegration und gleichzeitig die knöcherne Durchbauung unseres Augmentats. Wir warten hier nicht länger als 3 Monate.
im Vergleich zu 6 bis 9 Monaten, die wir bei einem zweizeitigen Verfahren insgesamt als Heilungszeit für den Patienten hätten. Und wir haben natürlich nur einen chirurgischen Eingriff für den Patienten. Wir brauchen aber auch deutlich weniger Augmentationsvolumen, also sprich deutlich weniger Augmentat, weil ja ein Teil des Implantates, Entschuldigung, ein Teil des Volumens im Sinus ja durch das Implantat selber schon aufgefüllt wird. Das heißt, wir brauchen deutlich weniger Augmentationsmaterialien, können dadurch unter Umständen ganz auf Knochenersatzmaterialien verzichten, in vielen Fällen ist das möglich, und b, brauchen wir nur wenig Knochenentnahme, Eigenknochenentnahme, die ja für den Patient immer ein gewisses zusätzliches OP-Trauma bedeutet. Und, wie eben die Studienlage zeigt, gibt es Hinweise darauf, dass der Bone-to-Implant-Contact tatsächlich beim einseitigen Verfahren besser ist wie beim zweizeitigen. Und damit sind wir mit der Theorie und der Literatur soweit am Ende und können uns der Praxis widmen und schauen uns unseren OP-Fall tatsächlich an. Wir müssten, Entschuldigung, das war jetzt eins zu schnell, tut mir leid, wir müssten noch mal einmal auf die Röntgenbilder zurück, wenn das geht. Danke. Wir haben hier bei unserem OP-Fall im ersten Quadranten eine reduzierte Restknochenhöhe, die uns aber hier noch einen internen Sinuslift ermöglicht. Die Markierungskugel, die wir hier mitgeröntgt haben, hat einen Durchmesser von 4,8 mm. Das heißt, wir liegen hier bei den geplanten Implantatpositionen 1,5 und 1,6 bei Restknochenhöhen so zwischen 5 bis 6 mm. Das heißt, wir sind noch in dem Bereich, wo wir einen internen Sinuslift anwenden können. Im zweiten Quadranten haben wir ein deutlich reduziertes Knochenvolumen in der Höhe. Die Kieferhöhle dehnt sich hier fast völlig bis auf den Kieferkamm aus. Wir wollen die Implantate in Regio 2,4 und 2,6 setzen für eine dreigliedrige Brücke. Und sehen, im Bereich 2,4 ist es sicherlich unproblematisch möglich, aber im Bereich 2,6 liegen wir hier in einem Bereich der sehr ausgeprägten Knochenresorption. Hier müssen wir den externen Sinuslift anwenden. Und jetzt können wir in die OP schalten. Und schauen uns die OP im Verlauf an. Wir sehen jetzt zunächst im ersten Quadranten, also auf der Seite, wo wir den internen Sinuslift machen werden, die Schnittführung. Rein kristalle Schnittführung ohne Entlastungsinzision. Die ist beim internen Sinuslift nicht notwendig. Und man sieht hier schon, dass ich die Schnittführung nach distal weit extendiere bis in den Bereich des Tuber maxillae, denn dort ist unser Knochenentnahmelager für den internen oder externen Sinuslift. Hier entnehmen wir den autologen Knochen. Hier ist die Schnittführung schön zu sehen. Hier ist wichtig, dass man genau kristall auf der Kieferkammmitte schneidet und sich dann bei der Präparation einen Volllappen, einen Mukoperiostlappen nach Palatinal kontrolliert und sauber abpräpariert, um hier eine mögliche Verletzung der Arteria palatina sicher vermeiden zu können. Die Präparation des Oberkiefers, das kennt jeder, der chirurgisch tätig ist, ist oft aufgrund der sehr derben und sehr dicken Schleimhautverhältnisse im distalen und palatinalen Bereich oft relativ mühsam. Hier mit dem Back-Action, einem mikrochirurgischen PA-Instrument, die Mobilisation nach Buccal. Wie gesagt, keine Entlastungsinzision, wir machen nur eine leichte kristalle Mobilisierung, um uns den Kieferkamm komplett darzustellen. Sind hier jetzt schon so weit. Was man hier schön sieht, ist, dass die Schleimhaut im Oberkiefer, vor allem im posterioren Bereich, oft sehr dick ist, teilweise 9 oder 10 mm dick. Das heißt, hier ist es oft sinnvoll, die Schleimhaut tatsächlich auszudünnen, um später für die Prothetik ein sinnvolles Verhältnis zwischen Abutmenthöhe und Kronenhöhe noch zu haben. Man sieht jetzt hier die erste Pilotbohrung. Die ist beim internen Sinuslift ganz entscheidend. Denn die Zieltiefe sollte etwa 1 mm
unter dem auf dem Röntgenbild ausgemessenen Restknochenhöhenniveau liegen. Wir müssen natürlich hier dringend vermeiden, mit den Bohrungen bereits zu perforieren, denn wenn die Schneidersche Membran hier einmal perforiert ist, sind die Reparaturmöglichkeiten sehr begrenzt. Dann muss man unter Umständen bei einer größeren Perforation auf die externe Sinuslift-Technik umswitchen oder ausweichen, um die Perforationsstelle darstellen zu können und diese Komplikation beherrschen zu können. Also hier vorsichtige, geführte, manuell geführte Bohrung mit dem Piloten und dem ersten Erweiterer, ohne dass ich hier den Knochen nach Kresthal durchstoße. Das mache ich jetzt mit dem ersten Osteotom. Das Ziel bei der Osteotomtechnik ist ja, diesen kleinen Knochendeckel von etwa 1 mm mitsamt der ihn Kresthal stielenden Schneiderschen Membran in die Kieferhöhle hinein anzuheben. Und wie man im Verlauf der OP sehen wird, machen wir das mit einem alternierenden Verfahren. Es ist ein Wechselspiel zwischen Osteotom und Bohrschritten. Erweitern mit den Bohrern und nach kranial kondensieren mit dem Osteotom. Hier sieht man jetzt mit der Lührzange die Entnahme von autologen Knochen aus dem Tuberbereich. Das lässt sich eigentlich sehr, sehr atraumatisch und problemlos machen. Und in vielen Fällen ist aus diesem Bereich sehr, sehr viel Eigenknochen zu gewinnen. Was hier sehr schön zu sehen ist. Zusätzlich konnte ich in diesem Bereich, weil die Knochenbreite nach palatinal sehr, sehr breit war, sogar palatinal so ein kleines bisschen Knochen noch modellierend abtragen, hat man gerade gesehen, und auch dadurch noch zusätzlich autologen Knochen gewinnen. Jetzt tamponiere ich diesen Bereich in der Tuberregion aus, um hier ein bisschen für eine Blutstillung zu sorgen. Und wir können uns weiter unserem Implantatbett widmen. Wir sehen jetzt hier einen 3,3 x 11 mm Progressive Line Bohrer, den ich niedertourig ohne Kühlung anwende. Und man sieht sehr schön, wie man dabei autologe Knochenspänchen gewinnen kann. Also ganz niedertourig, sodass keine Kühlung erforderlich ist, was auch völlig atraumatisch für den Knochen ist. Bei diesen Drehzahlen mit wenig Druck und Gefühl hier gewinnen der autologen Knochenspänchen. Jetzt der 3,8 x 11 mm Progressive Line Bohrer. Und man sieht immer, dass ich in einem OP-Behältnis mit gekühlter, steriler Kochsalzlösung den Eigenknochen dort sammle. Jetzt bringe ich hier pro Implantatstollen ein kleines bisschen von diesem autologen Knochen ein. Hier kommt kein Knochenersatzmaterial zur Anwendung, das ist rein autologer Knochen. Das ist bei den geringen Volumina, die man beim internen Sinuslift braucht, nicht erforderlich, auf Knochenersatzmaterial auszuweichen. Das ist das Knochenvolumen, was ich schlicht aus dem Bohrstollen mit dieser gezeigten Technik niedertourig gewinne. Dieses Knochenvolumen reicht aus. Das wird jetzt vorsichtig und gefühlvoll hochkondensiert. Je weicher der Knochen ist, je mehr der Knochen in Richtung D3, D4 geht, desto mehr kommen die Osteotome zum Einsatz. Je härter der Knochen ist, desto mehr wird gebohrt. Also es ist immer ein alternierendes Vorgehen, was ich letztlich der Operationssituation individuell anpassen muss, um eine gewisse Kompression des Knochens zu erzeugen über die Osteotome. Aber der primäre Sinn der Osteotome ist eben das Anheben nach Kresthal der Kieferhöhlenschleimhaut und das Einbringen des Knochens. Hier jetzt die finale Bohrung. Man sieht jetzt hier sehr schön, wie ich den Knochen vom Bohrer direkt wieder in den Bohrstollen einbringe. Das geht ganz kontrolliert mit diesem sternförmigen Vierschneiden-Design, kann man wunderbar Knochen sammeln.
Das ist jetzt der finale Bohrschritt. Wir sehen hinten 5,0, vorne war es 4,3. Ich bringe jetzt den Eigenknochen wieder direkt ein, kondensiere den noch einmal ganz kurz mit dem Osteotom nach und setze dann die Implantate. So, wir inserieren jetzt die ersten zwei Implantate. Dazu würde ich die jetzt einmal auch kurz zeigen. Hier jetzt die Entnahme des Implantats aus der Sterilverpackung mit dem gesteckten Einbringpfosten. Ja, so. So wär's perfekt. Die Insertion führe ich immer mit dem Winkelstück durch. Ich habe damit für mich eine viel bessere Kontrolle der Implantatachse und Position, wie wenn ich das freihand mit der Ratsche machen würde. Aber ich mache es immer so, dass ich die finalen Umdrehungen, also auf die endgültige Implantatposition, mit der Ratsche mache, um eine Kontrolle zu haben über das Drehmoment. Man sieht hier, dass die Ratsche auf 30 Newton-Zentimeter eingestellt ist. Und man kann hier sehr schön sehen, dass die Ratsche sofort auslenkt. Das heißt, obwohl das Implantat noch gar nicht in finaler Position ist, habe ich hier jetzt bereits über 30 Newton-Zentimeter Drehmoment. Das heißt, in dem Fall ist mir jetzt das Drehmoment sogar etwas zu hoch und ich reduziere nochmal, indem ich ein bisschen nochmal zurückdrehe und dann wieder vordrehe. Durch dieses Verfahren schneidet sich das Gewinde sukzessive selbst. Ich hätte auch alternativ den Cortical Bone Drill oder den Gewindeschneider verwenden können, aber ich mache das in der Regel beim Implantieren und möchte letztlich jetzt auf dieser Seite, wo ich eine offene Einheilung wählen möchte, auf mindestens 30 Newton-Zentimeter Festigkeit kommen. Damit habe ich eine mögliche Mikrobewegung der Implantate während der Einheilung sicher ausgeschlossen und damit ist auch die offene Einheilung in keinster Weise weniger sicher. Es gibt hier keine Indikation für die gedeckte Einheilung. Diesen Eingriff, also das Re-Entry für die Eröffnung, für die Freilegung, kann ich dem Patienten in jedem Fall ersparen. Hier 5,0 x 11 mm Progressive Line, auch hier wieder die Kontrolle des Drehmoments über die Ratsche, wie man hier sehr schön sehen kann. Auch hier also über 30 Newton-Zentimeter Drehmoment. Hier überprüfe ich kurz die Okklusion, das heißt, ich lasse die Patientin auf die gesteckten Einbringpfosten zubeißen. Das hat zwei Gründe. Zum einen sehe ich natürlich, wo die Implantatachse hingeht in Relation zur Nachbarbezahnung und zum anderen kann ich damit sehr schön die Vertikaldimension kontrollieren und überprüfen. Was jetzt geschehen ist, jetzt kann ich die gesteckten Einbringpfosten entfernen und bringe hier einen Bottleneck-Gingiva-Former ein. Man hat hier gerade schön gesehen, dass ein Chlorhexamet-Gel auf den Gewindewindungen des Bottlenecks aufgebracht wurde. Das machen wir einfach, um im Implantat nochmal für eine Keimreduktion zu sorgen. Ist nicht zwingend erforderlich, ist aber etwas, was in der praktischen Anwendung sehr schön funktioniert. Die Entfernung der Tamponade im Bereich der Knochenentnahme und Kontrolle, ob die Blutungen hier wirklich stehen, was hier der Fall ist, sodass wir hier schon in den Wundverschluss gehen können. Wir verwenden dazu 4,0 bis 5,0 Stärke Naht, HS18, eine schneidende Nadel und das ist ein resorbierbares Nahtmaterial, was für uns den Vorteil bringt, wenn wir bei größeren Augmentationsmaßnahmen mehrschichtig nähen müssen, ist die Entfernung der Nähte für die Patienten oft sehr, sehr aufwendig und auch recht unangenehm. Und das können wir mit diesem resorbierbaren Nahtmaterial komplett umgehen. Damit haben wir den ersten Quadranten, also den internen Sinuslift, bereits fertig. Die reale OP-Dauer für so einen Eingriff beträgt bei uns in der Praxis normalerweise zwischen einer halben Stunde und Stunde. Wir wechseln jetzt auf die zweite Videosequenz, wo wir den zweiten Quadranten zeigen. Wir erinnern uns, hier hatten wir ein deutlich reduziertes Restknochenangebot in der Höhe. Im 5er-Bereich waren wir bei einer Restknochenhöhe von etwa 1,5 mm, im 6er-Bereich von ca. 3 mm.
sodass hier der externe Sinuslift obligat ist. Beim externen Sinuslift sehen wir hier, dass ich eine mesiale Entlastungsinzision mache, C-förmig. Beim externen Sinuslift ist das notwendig, weil ich den Lappen relativ weit präparieren muss, um das laterale Fenster präparieren zu können. Also beim internen Sinuslift keine Entlastungsinzision, nicht notwendig. Beim externen Sinuslift ist sie in aller Regel erforderlich. Auch hier nochmal mit dem 12er Skalpell diese relativ dicke und derbe Schleimhaut nochmal kontrolliert nachgeschnitten, um hier wirklich eine saubere primäre Schnittführung zu haben für die Volllappenpräparation. Die Präparation zunächst der mesialen Entlastung hier mit dem mikrochirurgischen Papillenrasper, um hier zunächst einen Zugang zu bekommen. Danach gehe ich hier mit mikrochirurgischem PA-Instrumentarium weiter, hier mit dem Dissektor, die Lösung der periostalen Fasern und hier nach Palatinal diese wieder auch hier relativ dicke und derbe Schleimhaut, die man hier mit dem Mikroraspa präpariert. Um den Kieferkamm vollumfänglich darzustellen. Auch jetzt sieht man wieder aus dem Tuberbereich die Knochenentnahme mit der Lührzange. Das Entscheidende dabei ist, wie gesagt, dass man kontrolliert einen Mukoperiostlappen präpariert unter Darstellung des Foramen Palatinum Majus und das mit dem Rasper schützt, wie man hier gesehen hat, oder mit dem Mikroabhalter, um hier sicher keine Verletzung im Bereich der Arteria palatina zu provozieren, denn das könnte sehr unangenehm werden in den Blutungen, die dann nur relativ aufwendig zu stillen sind. Jetzt sieht man bereits die Präparation des lateralen Fensters. Wir verwenden dazu rotierende Instrumente, das ist ein Diamant, ein Kugeldiamant, den ich hier verwende mit sehr hoher Drehzahl, im roten Winkelstück mit voller Drehzahl, aber mit ganz wenig Druck. Man könnte dafür auch Ultraschall, also Piezo-Instrumente verwenden. Der Vorteil da liegt in einer geringeren Verletzungsgefahr für die schneidersche Membran. Hier ist jetzt das laterale Fenster bereits fertig präpariert und man sieht hier, wie ich das mit einem scharfen Löffel ganz vorsichtig von der schneidersche Membran ablöse, mit dem Ziel, das Fenster komplett abzuheben. Es gibt zwei Techniken zum lateralen Fenster. Es gibt die Technik, wo man dieses Fenster einschlägt in die Kieferhöhle bei der Präparation und als kranialen Knochendeckel verwendet. Ich verwende hier die Technik, wo ich das Fenster abnehme, weil ich dann eine sehr viel bessere Sicht habe auf die Kieferhöhle und auf die schneidersche Membran und hier ganz kontrolliert und vorsichtig immer unter Knochenkontakt zunächst alle Ränder um das Fenster herum mobilisiere, auch in die unter sich gehenden Bereiche. Wichtig ist dabei, immer auf Knochenniveau zu bleiben. Ich muss immer den Knochenkontakt spüren mit meinem Instrument. In dem Moment, wo ich den Knochenkontakt verliere und anfange, unter direktem Druck auf die Membran zu gehen, wird die Membran perforieren. Das ist das entscheidende Kriterium bei der Präparation. Das braucht einfach sehr viel Geduld und eine gewisse chirurgische Erfahrung. Wichtig ist, dass man dann die Schleimhaut auch wirklich bis komplett nach palatinal durchpräpariert. Man muss also unter Sicht darstellen die palatinale Wand der Kieferhöhle, damit man sicherstellen kann, dass das Augmentat später auch an richtiger Stelle liegt und das Implantat wirklich dreidimensional umfasst. In dem Fall hatten wir in der Region 2,4 Kresthal sogar einen zu geringen interokklusalen Raum, also sprich einen zu hohen Knochen, was übrigens in der Oberkiefer-Vierer-Region relativ häufig der Fall ist, anatomisch. Hier muss man oft in der Vertikalen reduzieren. Auch das mache ich hier zunächst mit der Lühe,
um weiter Knochenspänchen zu sammeln. Es wird kein Knochenspänchen verloren gegeben. Ich sammle also hier alles, um eben natürlich die Entnahme für den Patienten so atraumatisch wie möglich zu halten und so viel wie möglich eigenes Knochenvolumen zu gewinnen. Die Präparation jetzt in Regio 2.4 war für diese Aufzeichnung sehr aufwendig, weil ich aufgrund der notwendigen Kameratechnik keine Sicht, keine direkte Sicht in den zweiten Quadranten hatte. Das heißt, ich musste hier eigentlich komplett über Spiegel arbeiten, deshalb ein bisschen verlangsamt oder in mehreren Schritten hier die ersten Bohrungen. Beim externen Sinuslift, wo ich ja die Schleimhaut im Vorfeld schon präpariert habe, kann ich jetzt ohne Rücksichtnahme auf die Vertikale einfach bohren, bis ich spüre, dass ich mit dem Bohrer in den Kieferhöhlenboden durchbrochen habe. Denn das muss ich ja in dem Fall und es besteht ja hier auch keine Gefahr der Verletzung für die Schneidersche Membran mehr. Die ist ja bereits mobilisiert und angehoben. Nochmal hier während der Aufbereitung die Kontrolle über den Spiegel. Jetzt der 3,3 x 11 mm Bohrer. Hier sehr schön zu sehen die Bohrverlängerung, die auch überarbeitet wurde und in diesem Set neu ist und sehr, sehr gut funktioniert für den zweiten Quadranten zum Beispiel. Und jetzt wieder niedertourig. Wir sind jetzt bereits bei 4,3 x 11 mm. Sammle ich auch nochmal die letzten autologen Späne, wie man sieht. Messe jetzt mit der Schieblehre die genau vorher festgelegte Position für den 2.6 aus. Sie haben sicherlich bemerkt, dass hier keine Bohrschablone zum Einsatz kommt. Natürlich verwenden wir in komplexen Fällen Bohrschablonen, aber in Fällen wie diesem, wo die Implantatposition durch die Gegenbezahnung, durch den Gegenkiefer und durch die Nachbarbezahnung ja fest vorgegeben ist, muss ich meine Implantatposition zwar messen, aber brauche nicht zwingend eine Bohrschablone. Hier sieht man jetzt schon teilweise, wie man sozusagen unter Sicht bohren kann. Wir sehen nach oben die abgehobene Schneidersche Membran, wie sie da blutungsfrei liegt und sehen jetzt die Spitze des Bohrers sehr schön im Sinus und können so ein bisschen erahnen, wie gering die Restknochendecke hier eigentlich ist. Die letzte Bohrung hier 5,0. Auch hier sammle ich wieder autologe Spänchen und so sieht dieses Augmentat dann aus. Das ist jetzt eben erstmal nur der autologe Knochen. Und jetzt bringe ich hier ein porzines Knochenersatzmaterial ein von BioHorizons. Es ist, wie gesagt, von der Indikation her rein osteokonduktiv. Es geht mir hier nur darum, das Volumen ein wenig zu vergrößern. Und man sieht auch schön, dass ich so vom Mengenverhältnis etwa 70% Eigenknochen und etwa 30% Knochenersatzmaterial einsetze. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass wir trotz dieses großen Augmentationsvolumens wirklich nur eine Heilungszeit von 3 Monaten haben. Wir warten in keinem Fall länger beim externen Sinuslift. Ich bringe jetzt die ersten Teile des Augmentats ein. Das ist wichtig, denn wir müssen nach palatinal und nach mesial und distal schon entsprechend Augmentationsmaterial einbringen. Denn wenn die Implantate erstmal inseriert sind, habe ich große Schwierigkeiten, die Bereiche mesial-distal und praktisch ja hinter dem Implantat sozusagen noch zu augmentieren. Deshalb also die erste Füllung vorher. Jetzt das Einbringen des Implantats 2.6, 5,0 x 11, Progressive Line. Sozusagen unter Sicht, denn wir werden gleich die Implantatspitze im Sinus sehen. Hier sehen wir schon, wie die Implantatspitze anfängt, das Augmentat vor sich herzuschieben. Da muss man manchmal die Schneidersche Membran ein wenig schützen, damit sie bei diesem Schritt nicht einreißt oder verletzt wird. Hier ganz vorsichtig und niedertourig das kontrollierte Einbringen des Implantats. Und was man hier eindrucksvoll sieht, ist, dass mit der Ratsche, die auf 30 Newton-Zentimeter eingestellt ist, sofort die Ratsche auslenkt. Das heißt, obwohl wir hier nur ja, ein Rest noch nö, wir schauen uns das nachher auf dem Röntgenbild an, von
zwischen 2 und 3 mm haben, haben wir hier eine Primärstabilität über 30 Newton-Zentimeter. Ich setze jetzt nochmal den Insertionspfosten ein, um eine visuelle Achsenkontrolle zu haben für die Insertion des Implantates in Regio 2.4. Auch das zunächst eben, wie wir gesehen haben, maschinell, jetzt manuell mit der blockierten Ratsche, weil ich hier schon beim maschinellen Einbringen gemerkt habe, hier ist das Drehmoment sehr hoch, für meinen Geschmack sogar zu hoch, das heißt deutlich über 35 Newton-Zentimeter. Das heißt, auch hier reduziere ich nochmal ein wenig. Ich könnte genauso gut alternativ in diesen Fällen vorher nochmal den Gewindeschneider oder den Densbone Drill verwenden, aber es funktioniert auch durch ein entsprechend alterniertes Einbringen des Implantats. Jetzt das Auslenken bei 30 Newton-Zentimetern. Das ist so die Idealvorstellung an Drehmoment, die wir haben, denn wir wollen zum einen natürlich eine sichere Primärstabilität ohne Mikrobewegung für die Heilung. Zum anderen wollen wir aber zu hohe Drehmomente, die eine Knochenkompression erzeugen würden, unbedingt vermeiden, denn die Kompression und die Drucknekrose, die dadurch lokal um das Implantat erzeugt wird, ist völlig kontraproduktiv für die Heilung. Verringert den BIC-Kontakt und verlangsamt tatsächlich die Heilung. Jetzt sieht man hier das Auffüllen und jetzt die Reposition des Knochendeckels. Der wird nicht nahtfixiert, der wird einfach hier körperlich wieder korrekt positioniert, reingelegt und der Mukoperiostlappen wird repositioniert. Man sieht immer sehr schön bei der Eröffnungsoperation, beim Re-Entry, dass diese Knochendeckel eigentlich wieder vollständig verknöchern. Das heißt, dieser Spalt, der jetzt durch den Kugeldiamanten erzeugt wurde, der ist nach 3 Monaten vollständig weg. Hier Einbringen der Verschlussschrauben, denn beim externen Sinuslift brauchen wir zwingend eine geschlossene Einheilung. Nicht aufgrund der Primärstabilität, die wäre in diesem Fall sogar hoch genug, sondern aufgrund einer sonst möglichen Infektion über unser ja noch sozusagen offenes laterales Fenster. Hier darf kein Keimeintrag stattfinden. Hier ist die gedeckte Heilung indiziert. Bei der Nahttechnik achte ich immer darauf, dass ich mir zunächst die mesiale Entlastungsinzision sicher fixiere. Hier über eine Aufhängenaht. Ich mache eine Umschlingungsnaht um den Eckzahn, um mir hier den mesialen Anteil des Lappens sicher zu positionieren. Gehe hier jetzt durch die Papille zurück. Und jetzt kann ich die eigentliche kristalle Schnittführung sicher fortlaufend nähen, ohne dass später das Problem entsteht, dass ich dabei den Lappen verziehe. Das heißt, dass ich dann, wenn ich zunächst nur die kristalle Inzision nähe, bei der Entlastungsinzision dann plötzlich vor dem Problem stehen könnte, dass der Lappen sich nach distal verzogen hat und die Entlastungsinzision sich nicht mehr schließen lässt. Wenn das passiert, dann ist es das Worst-Case-Szenario, dann muss man die Naht wieder komplett öffnen und fängt wieder ganz von vorne an. Deshalb also zunächst sichern der mesialen Entlastung, dann sieht man jetzt hier die fortlaufende Naht mit Rückstich oder auch Interlocking Continuous Suture. Der Vorteil der fortlaufenden Naht bei diesen augmentativen Maßnahmen liegt für mich darin, dass sich der Zug der Nähte sehr schön gleichmäßig über die gesamte Länge der Schnittführung verteilt. Das heißt, ich habe nicht das Problem wie bei Einzelknopfnähten, dass ich sehr punktuelle Zugkräfte auf den Lappen habe, die in der Wundheilung problematisch sein können, weil sie dann letztlich quasi zu lokalen Nekrosen des Weichgewebs um den Stichkanal führen und letztlich wird die Naht dehiszent. Mit dieser fortlaufenden Naht habe ich sehr schöne Kontrolle über den Zug, den ich da auf meinen Lappen ausübe. Und selbstverständlich muss der Lappen völlig spannungsfrei sein. Das heißt, in der Regel ist bei diesen Fällen eine Periostentlastung notwendig. Hier sieht man jetzt den Verschluss hinten. Also die Inzision bis in den Tuberbereich wird vollständig vernäht. Und dann die Kontrolle, nochmal kurz die Spülung postoperativ. Und nochmal Kontrolle aller Nahtbereiche und Kontrolle, ob alle Blutungen stehen.
Das ist hier der Fall, so dass wir die Patientin entlassen können, die hier in Lokalanästhesie diese ganze OP sehr, sehr brav mitgemacht hat. Wenn wir nochmal auf das Röntgenbild gehen, sehen wir im präoperativen Bild sehr schön eben nochmal die Situation. Wir vergleichen das jetzt mit dem, was wir gerade klinisch gesehen haben. Restknochenhöhe hier, Tuberbereich, wo wir den Knochen entnommen haben, Restknochenhöhe hier und Tuberbereich. Und schauen uns das Ganze postoperativ zum Vergleich an. Im ersten Quadranten zunächst die Implantate mit den Bottlenecks, also offene Einheilung. Spricht beim internen Sinuslift absolut nichts dagegen, wenn die Primärstabilität ausreichend ist. Und im zweiten Quadranten bei dem externen Sinuslift, hier sieht man schön das Augmentat in diesem Bereich. Man sieht so ein bisschen die Entnahme da hinten im Tuberbereich und die gedeckte Einheilung hier. Nach 3 Monaten machen wir hier die Freilegung und dann geht die Patientin zum überweisenden Kollegen für den ZE. Wir warten in keinem dieser Fälle länger als 3 Monate. Das ist bei entsprechend hohem Anteil an Autologenknochen im Augmentat völlig ausreichend von der Heilung. Damit sind wir mit dem heutigen Tutorial am Ende und würden jetzt hier noch warten, ob es aus dem Online-Chat noch Fragen gibt. Bisher sehe ich jetzt hier noch keine Fragen eingeblendet. Wir haben noch ein wenig Zeit, können hier noch ein bisschen warten, ob es noch Fragen aus der Online-Community gibt. Entweder war das Ganze so erschöpfend, dass alle schon wieder abgeschalten haben, oder es war so vollumfänglich, dass keine Fragen offen geblieben sind. Auf jeden Fall danke ich sehr fürs Einschalten, danke für die Anteilnahme und hoffe, dass ich das Konzept ein bisschen näher bringen konnte und dass ich herausstellen konnte, welche Implantatdesigns für welche Operationen geeignet sind, und bin damit für unser heutiges Tutorial am Ende und danke für die Aufmerksamkeit. Möglichkeiten, sich fortzubilden und Punkte zu erwerben. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen CME-Punkt zu erwerben. Hierfür müssen Sie nur den dazugehörigen Multiple-Choice-Test absolvieren und mindestens 70% der Fragen richtig beantwortet haben. Darüber hinaus bietet unser CME-Bereich vielfältige weitere Möglichkeiten, sich fortzubilden und Punkte zu erwerben.